Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir gekämpft gegen einige Cybermänner. Okay. Und gegen die Saiyajins in der Offline-Parallel-Quest. Und ja, ich würde mal sagen, wir tun mal das Level-Up, was wir bekommen haben. Verballern. Was haben wir denn da? Ich würde sagen, alles mal so auf 5 machen. Ausdauer, ich weiß nicht, wofür Ausdauer gut ist. Schlag Superangriff. Hier Explosion Superangriff, ja. Ja. Und dann tun wir mal Fähigkeiten ändern. Ich habe mir übrigens eine neue Attacke gekauft, hat mir gerade gereicht. 4500 gekostet. Und volle Kraft Energiestrahlwolle ist anscheinend nicht hier bei. Ach, hier war das. Ach so, ich dachte, da war auch eine super Attacke. So, dann tun wir mal das hier in Entfester in wilde Serie Sturmangriffe. Hoffentlich bringt die Attacke es. Und was haben wir hier? Meteor Crash und Arm Crash. Zerbricht deinen Gegner mit dieser Schlagfähigkeit. Du kommst weiter, wenn du sie auflädst. Na, welche ist denn jetzt nicht so gut? Welche Attacke? Ja, benutze ich eigentlich nie, ne? Ja, tun wir hier mal das hier rein und das hier werde ich nie mehr klar kommen. Ich soll für Ausrüstung ändern. Wir haben ja ein paar neue Klamottchens bekommen, zum Beispiel den Kampfanzug von Vegeta. Ja, sonst nichts, ne? Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Lass mal hier Sachen erstmal. So, die Kampfobjekte tun sich anscheinend neu auffüllen. Und ja. Hey, das ist Krillin. Ja, mal zu Krillin. Machen wir mal ein paar Meisterdinger hier, falls ich die machen kann. Was ist Toki-Toki-Stadt? Schön und mysteriös. Hey, von dir hat Trunks gesprochen. Ich bin Krillin. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe von dir gehört. Trunks hat mich gebeten, dich zu trainieren. Dann kannst du die Geschichte schützen. Die Kämpfe werden angeblich hart. Ich helfe dir, wenn du willst. Du sollst aber keinen Schaden nehmen, also teste ich dich zuerst. Was willst du? Willst du es versuchen, wenn ich es kann? Ja, Krillin, warum nicht? Das lobe ich mir. Der Test ist einfach. Kämpfe und gewinne gegen mich. Wenn du diesen Test bestehst, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Du scheinst bereit zu sein. Also los. Okay, anscheinend brauchte ich noch ein paar Sachen. Aber habe ich schon erfüllt. Oran-Kombo, okay. Werde Krillins Schüler. Ich hoffe, ich kann halt hier auch wechseln. Ich glaube, der hat doch gesagt, ich kann wechseln, ne? Na gut, gucken wir mal. Kann ja nicht schaden, glaube ich. Werde Krillins Schüler. Einfach nur kaputt hauen, okay. Ich verstehe schon. Okay, duff, duff, duff. Der nicht so schwer sein, aber ich traue den Spiel nicht. Kämpfe fangen meistens sehr einfach an, da kommt was ganz schön Schwieriges. Ach, ist das die Attacke von Nappa, wo der Tenshin ans Arm abgeschossen hat, abgeschlagen hat. Das ist meine Attacken hier. Mal näher. Buff. Okay. Das war einfach. Z. Quest abgebrochen. Mal gucken, ob ich jetzt alle Sachen bekomme, weil ich Z habe. Ich habe schon wieder ein Level up. Geil. Energiekapsel S und Mischkapsel S. Okay. Super Angriff. Oran-Kombo. Ich möchte nicht zu überpowered für die Story sein, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht möglich sein. So schnell. Ich war einfach nicht. Ich war einfach jede Mission einmal noch, bevor ich weitermache und ja. Verloren. Du hast Talent. Gut, du darfst mein Schüler sein. Ich werde dich gut trainieren. Diese neue Fähigkeit nennt sich Oran-Kombo. Eine gute Fähigkeit. Versuche dein Bestes, sie zu meistern. Ich habe noch viele andere, aber meistere zuerst diese im Kampf. Trunks setzt große Hoffnungen auf dich. Also viel Glück. Krillin ist jetzt dein Meister. Ja.
Kämpfe sind immer hart. Son Goku und ich haben jahrelang trainiert. Wir waren nicht immer stark. Dann darfst du niemals nachlassen. Das wollte ich dir sagen. Okay, mehr kann ich anscheinend noch nicht machen. Dann tun wir mal wieder Attribute boosten. Wuff. Alles auf 5. Okay, Fähigkeiten ändern. Der Armcrash hat es mir jetzt nicht so angetan. Feuere eine Salbe ab, während du aufsteigst. Am Ende kannst du einen Gegner von oben angreifen. Werde ich mal versuchen. Ich muss die Attacke auch einsetzen, um überhaupt weitermachen zu können. Aber mich stört irgendwie, dass ich hier eine Parallelquest noch nicht habe. Die 3, wo ist die 3? Die letzte Parallelquest hatte schon in sich, deswegen lassen wir erstmal. Da war Raditz, Trunks. So, ich möchte mal sehen, ob ich Piccolo wieder finde. Weil Raditz in seinen Aufgaben war ein bisschen schwierig. Damals. Ich weiß, vielleicht bin ich jetzt viel stärker. Mal gucken. So, vielleicht sind ja noch mehr Leute. Und ich lernen kann. John. Hm. Willst irgendwas? Hey Kumpel, toll, wie du den Elite-Saiyajin-Krieger besiegt hast. Hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Es gehört dir. Ich habe große Hoffnung in deine Zukunft, in deinen zukünftigen Bemühungen. Haha. Ich habe eine Kraftkapsel erhalten. Okay, geil. Warum auch nicht? Ich nehme an, das sind alles hier Charaktere, die Bandai Namco so erstellt hat, falls man nicht online geht. Weibliche Saiyajins. Hätte ich mir vielleicht machen sollen. Weibliche Saiyajins verträgt, kann die Wald ruhig vertragen. So. Ja, viele weibliche Saiyajins, ja. Ich hoffe, ich kann ja mal irgendwann mehrere Charaktere herstellen. Ich habe auf jeden Fall noch so 7-8 Slots frei. Die kann ich aber noch nicht benutzen. Wir schon erstmal ein Spiel spielen oder so, ne? Mein Gott, bist du groß. Guck mal im Shop hier. Kostümladen. Boah, ist so teuer. Was macht ihr? Was macht ihr dieses Geräusch? Ich höre die ganze Zeit so eine Klatsche. Hm. Oder ist die Musik einfach nur? Jetzt habe ich so Dingens gehört, so tsch, tsch, ich weiß nicht, wie man die nennt. Mit komischen Handtrommeln oder mit diesen Glocken dran. Na, na, gucken wir mal. Versuchen wir mal mit Raditz wieder. Ich weiß nicht, warum Piccolo jetzt hier wieder nicht da ist. Ich glaube wirklich, das ist irgendwie random, wann die ja auftauchen. Randolph Ronald, ja. So, Nappa. Nappa, okay. Der wird wahrscheinlich noch schwieriger sein. Onkel Raditz. Wir haben ja schon mal versucht. Ich kann nicht zurück. Mein kleiner Bruder hat mich zum Narren gemacht. Du sollst doch wissen. Das sollst du auch wissen. Gehen wir, wir gehen noch mal zur Erde, ja. Siege Piccolo und Son Goku. Es hat noch Schwierigkeiten. Ah, jetzt muss ich doch eigentlich jetzt schaffen. Ich will kann ja mehr haben. Okay, aber ich habe unerbitterliche Salbe, also kann man die auch irgendwo anders herbekommen, das ist gut. Wenn man die jetzt durch hier bekommen hätte, wäre ich ein bisschen angepieselt gewesen. Nur so zur Info. Ich will kann mehr haben. Siege Piccolo und Son Goku. Okay, Ralf, jetzt machen wir die fertig. Oh Gott. Boah, die gehen schon wieder beide auf mich los. Boah, wir sehen doch. Ja, der Angriff ist gut. Wie er sich gedreht hat in der T-Pose. Ich hab geblockt, dachte ich. Warte, zieh mir mal. Oh mein Gott. Meine Güte. Leute.
Alter! Mann! Lass mich los! Boah! Mal, ich will mal meine Dinge hier einsetzen. Was zum Teufel? Ich bin einfach durch die durchgeregnet. Sehr schön. So, mach mal den Namekianer fertig. Oh, vielleicht kommt sogar noch irgendwas danach, ne? Vielleicht kommt Son Gohan und haut uns gleich auf die Fresse. Oh Mann. Der kommt echt. Hauptsache jetzt kommt voll die epische Musik, ey. So eine Kleidung. Sieht ein bisschen komisch aus. Meinst du, ich geh einfach ran, nur weil du ein Kind bist? Du hast einen Dragon Ball auf dem Kopf, gib mir den. Alter, der hat auch den Angriff. Und komm her. Zack, 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 voll überpowered. Vor allem bis zu dem Zeitpunkt hat das Son Gohan noch nichts mit Kämpfen zu tun überhaupt. Jetzt haut er uns hier kaputt oder wird. Und zack. Sehr gut. War, ich dachte, du willst ihn noch abfeuern. Frisst das. Frisst das. Ultimativer Finisher. Stimmt gar nicht. Oder ist halt einfach, wenn man diese Bonus-Dingens hier schafft. Ich habe keine Ahnung. Deine Kraft ist 5. Abschaum. Super Angriff. Doppelsonntag. Ich will ihn kaum mehr haben. Aber ich will eher so einen Strahlangriff haben. Also nehmen wir schon mal einen Doppelsonntag. Dann kommen wir auf den Nappa auch mal versuchen. Einfach. Es war töricht, mich mit so einer unangemessenen Stärke anzugreifen. Ich habe Kakarot eine Lektion erteilt. Sein Bruder trotzt man nicht. Er ist ein Schwächling geworden, aber es ist jetzt gut. Wenn er mit mir Planeten jagt, wird sein Saiyajin-Blut ihn wieder reizen. Was habe ich getan? Warte mal, war das vielleicht die Parallelquest, die mir fehlte? Geh mir aus dem Weg, Brownien! Okay. Ah, okay. Okay. Besiege alle Gegner. Mit Radels Gesundheit über 50% schaffen, besiege Son Gohan. Heißt das, ich habe das geschafft oder nicht? Ich verstehe es nicht. Okay, da haben wir schon mal alle. Gucken wir mal. Ich möchte Doppelsonntag haben. Ist halt eine. Nein. Folge Energiestrahl, Energieschuss. Vor zwei Key-Explosionen direkt nach vorne ab. Bewege beim Feuern den linken Analogium für eine Key-Explosion in V-Form. Okay. Nehmen wir das hier. So, irgendwo konnte man auch nachgucken, ja, ne? Mit den Meistern. Ja, genau. Krillin. GZ. Ach, da sieht man die Mission, wie man die abgeschossen hat. So, Piccolo. Wo ist Piccolo? Hey, Krillin. Dann gucken können wir jetzt überleben, das Wichtigste. Aber vergiss nicht, Schaden auszuteilen. Ich denke, das wird gut. Versuch es einfach. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, für Nappa hier zu machen.
schon sagen, ist deine Rüstung. Deine Rüstung ist ein bisschen komisch. Du bist ein Überlebender, Sergeant. Ich habe ein paar tolle Neuigkeiten. Wir gehen zum Spielen auf einen Planeten namens Erde. Und wir schnappen uns einen Schatz namens Dragon Balls. Aber die Leute auf dem Planeten haben vor, sich zu wehren. Ich freue mich schon, diese lästigen kleinen Blödmänner zu begrüßen. Möchtest du mitkommen? Je mehr, desto besser. Aber natürlich. Oh Gott. Oh, fuck. Okay. Das wird nicht sehr einfach, habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt den Doppelsonntag. Ich glaube, man kann ja mehr haben. Er wird dauerhaft in meinen Slots bleiben, wenn ich das bekomme. Der Sieg ist Son Goku, ja. Sind die anderen auch dabei? Ich habe da gerade zwei gesehen. Oh, Vegeta und Nappa sind beide da. Da willst du hin. Da kann ich auch hier. Solange die nur einzeln kommen. Aber ich muss da nicht gegen Yamcha leicht schon links einsetzen. Verliere doch nicht gegen Yamcha, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Oh, leck mich doch. Ja, komm. Bams. Okay, ich weiß nicht, wie ich diese V machen soll. Meine Güte, dann machen wir hier schon fertig. Aua. Alter. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Mit V-Formation oder so. Mein Gott, den Yamcha habe ich schon die Hälfte meiner AP verloren. Oh, echt jetzt? Oh, Freck. Alter, verreck doch mal! Gibt's doch nicht! Oh Gott. Jetzt kommt Tension an. Jetzt kommt zwei. Ja, wenn ihr beiden mir jetzt nicht helft, ne? Ja, aber nicht beide so viel, glaube ich. Ja, Nappa, hilf mir bitte. Neue Unterstützer. Oh, danke schön. Da ist jetzt seine Technik gegen dich ein. Was sagst du dazu? Ah. Nappa, mach du ihn fertig. Nappa, was machst du da? Mach Krillin fertig. Sehr gut. Oh nein. Ah, oh, es kommt Piccolo auch noch. Haben die das eigentlich schon in der Serie gesagt, als die auf die Erde kamen, dass der Name Kern ist? Aber der Angriff ist schon mal gut. Dann kann ich mal anfangen. Und zack. Ja. Hey, hier geblieben. Falscher Angriff. Ich nenn's immer noch nicht. Ich muss mir merken, wo ich meinen Angriff hinstecke, ey.
stecken geblieben. Ich darf nicht vergessen, eine Heilkapsel leicht zu nehmen. Was ist das? Eine Güte aufzublocken. Zack. Ja, Son Gohan gibt es auch noch. Und Son Goku gleich. Nehme ich an. Komm, den schnappen wir uns, Nappa. Sehr gut. Sehr gut. Son Goku macht es aber gleich fertig, habe ich so Gefühl. Vegeta steht da einfach noch. Hast nicht im Kampf gegen Raditz was gelernt? Mach den fertig noch mal. Sehr gut. Einfach weggehauen. Na, jetzt kommt Son Goku. So, Bosskampf. Ja, der hat schon mehr AP. Hi. Komm mal her. Ich kann den ja. Duff. Oh, mein Kopf. Sieht nicht so professionell aus, der Angriff. Ja. Hab ich ja nur erwischt damit. Naja. Das ist aber einfach hier. Das ist viel einfacher als gegen mit Raditz hier die Mission, finde ich. Komm her. Oh nein. Oh Mann. Nee, sag mir nicht, der tut mir jetzt hier viel mehr abziehen. Oh Gott. Der war gut ausgewichen, oder? Mein Gott, zieht er jetzt viel ab, hab ich das Gefühl. Er hatte aber schon so wenig KP. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie viel sein Kamehameha abzieht. Deswegen, Bams. Immer auf Nummer sicher gehen. Wahrscheinlich geht's danach auch noch weiter, ne? Oh ja. So, jetzt mit dem Bitch, please, ich bin unbesiegbar jetzt zwischen. Ach man, muss ja abwehren. Ich will mal den Dingens hier schaffen. Einen ultimativen Angriff. Bringt bestimmt auch irgendwas. Oh Gott. Auf damit. Jetzt Doppelsonntag. Nein, da reicht das nicht. So. Jetzt kommt noch irgendwas. Bestimmt der Affe, ne? Son Gohan in Affenform. Oder Son Goku in seiner Super Kaioken. Oh Gott. Blitzer. Das Spiel, jetzt könnte Vegeta mal angreifen. Oh Gott, Nappa.
Band. Piss dich. Nappa, mach irgendwas. Ein super Angriff. Stalling gerade. Und zack. Oh nee. Das könnte vielleicht etwas schwierig werden. Aber das ist für mich. Oh Mann. Und jetzt komm. Wer, du wärst jetzt ab. Wo bist du mich? Nein, Nappa. So, ich setz mal eins, willst du mich? Schaffe ich doch nie im Leben jetzt. Schaffe ich doch nie im Leben. Jetzt sah. Und jetzt mitten im Angriff. Willst du mich verarschen? Ja, einfach mein super Angriff hier abgewehrt. Ach man. Ah, nie aufgeben. Hab ich ja auch noch. So, jetzt komm. Nein! Was zum Teufel? Nein! Warum ist denn das immer so schwer? Trotzdem Quest erfolgreich, okay. Achso, ich glaube, Krillins Stimme kommt jetzt, weil ich den sein Schüler bin. Wir haben Schuss, Muten Roshigi, unterschätzt sie nicht die Erde und mehr nicht. Maha! Kann ja mehr haben. Okay, egal. Man soll froh haben. Man soll froh sein, das, was man hat. Ja, ich war bei der Begrüßung zu höflich. Wir sind fertig mit den Abschauen. Jetzt zur Suche nach den Dragon Balls. Sie ist lästig. Ich lasse lieber die Pflanzenmänner nachsuchen. Wenn wir alles finden, bekommst du deinen Anteil. Und jetzt wird gespielt. Okay, ich nehme an, jetzt habe ich die Quest da freigeschaltet, ne? Hi, Karin. Ja. Genau, ist Son Goku, Son Gohan, bla bla. Da ist Piccolo, leck mich. Das mache ich jetzt noch. Hast du deine Meinung geändert? Ja. Ich beende die Beziehung zum aktuellen Meister auf Vollplan. Ja, meinetwegen. In Ordnung, dann lass mich deine Entschlossenheit testen. Kämpfe gegen mich und zeige mir deine Stärke. Ich kämpfe ernst. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Das ist, was du wolltest. Da verbringe ich dir eine spezielle Fähigkeit bei. Wenn du mich besiegst, wachst du oder stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Du weißt, was du hast. Das soll nicht langweilig werden. Und jetzt los. Machen wir noch ganz schnell. Okay, ja, nur ein bisschen. Weil wenn ich zwischen Krillin und Piccolo wählen kann, hallo. Energiediskus, es war cool, aber wie war's mal mit Höllenspirale? Falls ich die Sachen überhaupt lernen kann. Ich hoffe ja, dass ich die lernen kann. So, wir haben schon ein bisschen Zeitlimit überschritten, also komm her. Tut mir leid, aber ich muss dich schnell fertig machen. Ich weiß nicht, was ich da drücken muss. Steht irgendwie, ich soll den linken Analogstick drücken? Ich hab keine Ahnung. Ja gut. War doch geschafft. Was, wenn ich weitergemacht hätte? So, geil. Das ist erfolgreich. Energiekapsel, super Angriff, böse Sprengung. Ich will alles im nächsten Part herausfinden, was das macht.
Das reicht. Trunks hat recht. Du hast Potenzial. Wie du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Ich muss sehen, dass du den Kaioshin der Zeit nicht runterziehst. Ich habe deine Stärke getestet. Du hast fürs Erste bestanden. Ab heute bist du mein Schüler. Ich werde dich nicht schonen. Die böse Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark deine Fähigkeit auch ist, wenn sie dich trifft, ist sie nutzlos. Meistere die böse Sprengung im Kampf, dann zeige ich dir mehr. Wenn du stärker bist, kämpfen wir erneut. Übe so lange echte Kämpfe. Ja, Piccolo ist mein Meister. Ha, geil. So, jetzt möchte ich nochmal gucken. Oh, ich habe ja sogar einen Durchschnitt. Okay. Okay, jetzt die Mission nochmal. Dann tue ich noch mal schnell hochleveln und die Fähigkeiten ändern. Ja, das kann ich auch irgendein andermal machen. Aber wir machen jetzt, weiß ich nicht. Auf 7 und dann Grundangriff, weil ich ja meistens angreife. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Hey, guck mal da oben links, da bin ich im Bild. Tschüss.